Nein, Jump Force ist noch lange nicht tot und es hat irgendwie eine Nominierung bei den Game Awards für bestes Kampfspiel von des Jahres bekommen. Nein. Aber es hat auch neue Charaktere bekommen. Madara und Toshiro sind endlich da und damit fehlen uns nur noch zwei Charaktere und die erste Season ist vorbei. Und heute sprechen wir ein bisschen über Madara und Toshiro als letzte DLC-Charaktere, die rausgekommen sind in Jump Force. Moin moin Leute, mein Name ist ReFazer und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um Jump Force bei mir auf dem Kanal. Und ja, es geht um die neuen DLC-Charaktere. Ich weiß, ich habe viele Sachen in Jump Force nicht wirklich, ja, ich sag mal, verfolgt, auch wegen meiner kleinen Pause. Aber ja, ich weiß, Galena und Kane sind spielbar, Prometheus ist da, sie haben noch ein bisschen was reingebracht, aber bei mir ist Jump Force so eine Hassliebe, die mir zum Hass tendiert. Ich finde es schade, was sie mit dem Spiel gemacht haben. Ich hatte große Hoffnungen daran. Aber wenn ich es mal spiele, gerade gegen den PC, ist es eigentlich immer ein bisschen unterhaltsam. Aber nichts, wo ich sagen würde, ja, voller Preis dafür bezahlen. Das ist aber nicht Ziel dieses Gespräches, sondern wir haben neue DLC-Charaktere. Und ja, sie sind bei weitem nicht aktuell auf dem Laufenden. Das bedeutet, eigentlich hätten wir schon alle DLC-Charaktere haben müssen. Aber sie haben von drei DLC-Charaktere released, das Ganze auf zwei runtergebrochen. Und aktuell fehlen noch Trafalgar Law und Grimmjow, die auch offiziell angekündigt sind, aber wir wissen noch nicht genau, wann sie rauskommen. Zu Trafalgar Law gab es aber schon den ersten V-Jump-Scan, aber Madara und Toshiro sind rein. Und ihr wisst, ich bin ein großer Bleach-Fan und ich weiß, viele von euch sind große Naruto-Fans und deswegen freuen sie sich auch auf Madara. Und genau deswegen wollen wir uns die ganzen bisschen oder die heute ein bisschen genauer anschauen. Das heißt, ich rede ein bisschen, was sie können, zeige euch ein bisschen Gameplay und dann könnt ihr für euch selbst entscheiden, ob ihr euch diese DLCs holen solltet. Ich persönlich habe ja alle DLCs, dadurch, dass ich den Season Pass von Jump Force ja mir geholt habe mit meiner Collector's Edition oder extra geholt habe, ich weiß es gar nicht mehr. Und das heißt, ich kann euch die Charaktere zumindest kurz vorstellen. Bevor wir anfangen, muss ich aber ganz ehrlich sagen, die Charaktere in Jump Force spielen sich alle relativ gleich. Also es gibt ein paar Nuancen, die mal anders sind, aber am Ende kommt es auf die Spezialattacken an und nicht so viel auf was für Autokombos sie mit Viereck und Dreieck haben. Und deswegen mache ich keine richtigen Breakdowns, sondern zeige euch nur, was haben sie drauf, wie sieht es aus und dann könnt ihr für euch selbst entscheiden, ob ihr es cool findet oder nicht. Wir fangen direkt mit Madara an und wie gesagt, das ist einer der Charaktere, wo viele Fans gesagt haben, ja, der muss doch am Anfang mit dabei sein, Naruto-Fans. Und ich muss sagen, ich kann ein bisschen verstehen, wo es herkommt, dadurch aber, dass ich nicht so diese Berührung zu Naruto oder diese Verbindung zu Naruto habe wie viele andere, ist es für mich halt, es ist ein Charakter und es ist ein cooler Charakter. Es ist der letzte Naruto-DLC-Charakter, der kommen wird, denn die zwei, die noch kommen, sind einmal One Piece mit Trafalgar Law und einmal Bleach mit Grimmjow und darauf freue ich mich persönlich sehr stark. Und der jetzt mit rausgekommen ist, ist ja auch ein Bleach-Charakter. Also, Spielweise her, 4-Auto-Kombo hat überhaupt nichts Besonderes. Es ist eine Standard-Auto-Kombo mit ein paar Hits und dann in zwei Teleports. Dafür ist seine Dreieck-Auto-Kombo aber relativ interessant, denn er aktiviert nach zwei Schlägen als ein Holz-Jutsu, der den Gegner an Ort und Stelle behält. Und ich glaube, dass man danach oder mit Assists oder mit bestimmten Spezialattacken wirklich vielleicht ein paar coole Kombos bauen könnte. Aber wie gewohnt hat er auch vier Attacken am Start. Mit L2 und Viereck macht ihr sein Feuerversteck Kunst des Drachenfeuers lautes Singen. Und was für Namen das sind, und ich weiß jetzt schon, dass man mich in den Kommentaren ja ein bisschen flamen wird für meine Aussprache der Skills, die noch kommen. Aber egal, was er dabei macht, er macht mehrere Feuerprojektile. Diese könnt ihr mit R2 auch noch vermehren. Das bedeutet, dass man, er schießt normalerweise, glaube ich, zwei ab und er kann zum Beispiel vier dann abschießen hintereinander. Und was sich richtig cool ist, das kann auch in der Luft genutzt werden. Es ist auch sein Assist, das heißt, ein relativ rundes oder eine relativ coole und runde Spezialattacke. Mit L2 und Dreieck holt er Susanoo raus. Wird Susanoo ausgesprochen? Es sind zwei O's, ich bin mir nicht sicher, ich spreche es einfach so aus. Und ein Susanoo wird beschworen und es führt einen weitreichenden Hiebangriff vor Madara. Wenn dieser Hieb trifft, dann wird er mehrere Folgeangriffe machen und auch mehr Schaden. Und das ist wirklich eine gute Spezialattacke, um Kombos zu beenden. Denn es hat eine gute Reichweite und trifft den Gegner meistens zum Beispiel nach einer Dreieck-Kombo oder auch nach nicht ganz so langen Vier-Kombos. Mit Kreis hat Madara einen richtig starken Spezialskill, und zwar die Uchiha-Spiegelung. Es ist eine Konterattacke, die kennen wir schon, zum Beispiel von Ichigo, aber ich habe das Gefühl, dass sie von Madara deutlich mehr Schaden macht. Madara wird dabei in Position gehen und wenn ein Schlag des Gegners kommt, wird er ihn sowas von wegpfeffern und dabei wirklich fast ein Drittel des Lebens abnehmen. Hab nicht gewundert, wie stark diese Attacke ist, vielleicht war es auch nur situationsbedingt. Und seine ultimative Attacke, die ihr mit X machen könnt, ich sag die ganze Zeit L2, das ist aber mit R2, egal, also mit X, ist eine Titanomachie. Ein Viereck wird um den Gegner platziert und wenn der Gegner davon berührt wird und nicht blockt, dann erscheint ein riesiges Susanoo, der viel Schaden verursacht. Es gibt leider keine Verwandlung dabei, das heißt Madara bleibt immer in dem gleichen Stand, aber ich muss sagen, diese cinematische Attacke war schon relativ cool.
Im Großen und Ganzen gefällt mir der Style von Madara und von seinen Attacken schon richtig gut und ich glaube, man kann coole Naruto-Teams zum Beispiel mit ihm bauen. Aber wie schon gesagt, ich habe nicht diese Verbindung zu Naruto wie viele von euch, weswegen es für mich ein Charakter ist, ja, cool, dass er da ist, ich weiß, viele freuen sich, aber für mich ist es, ja, ich werde vielleicht das ein oder andere Match mal machen und ein paar Naruto-Teams ausprobieren. Aber es ist nice to have. Ich glaube, Fans, die würden sich den sowieso holen. Das ist einer der Bestandcharaktere von Naruto. Aber ich als großer Bleach-Fan habe mich natürlich umso mehr auf Toshiro gefreut. Toshiro ist wie eigentlich nicht zu erwarten in seine Kindform unterwegs und was das bedeutet, dazu kommen wir ein bisschen gleich. Aber nichtsdestotrotz, seine grundsätzlichen Attacken haben eine gute Reichweite, denn er ist ein Schwertkämpfer wie die meisten Bleach-Charaktere und dabei haben seine Attacken auch nur so richtig coole Eiseffekte bei seinen normalen Kombos, die aber keinen Gefriereffekt automatisch verursachen. Wir kennen das nämlich von Rukia, dass einige ihrer Attacken den Gegner langsamer machen. Das passiert bei den normalen Kombos von Toshiro nicht, auch wenn dieser Eiseffekt da ist. Wie auch in Madara hat Toshiro 4 Attacken im Start. Mit Viereck wird er Ryusenka machen und das ist so ein Standard-Sprintangriff. Er wird auf den Gegner zustürmen, wenn er dabei trifft, dann eine cinematische Attacke machen. Ist halt so ein typischer Combo-Ender, hat eine gute Reichweite, kann man definitiv gut nutzen. Mit Dreieck hat er Gunshu Sudara und das sind so langsame Eisprojektile, die er auf den Gegner zufliegen lässt. Das sieht ein bisschen aus wie so wie übergroße Schneeflocken und durch das gedrückt halten von R2 könnt ihr auch mehrere Projektile verschießen. Die sind aber sehr langsam, was aber cool ist, ihr könnt euch dabei bewegen, das heißt ihr steht nicht fest, aber ich glaube der Gegner kann da auch einfach durchdashen. Bedeutet, ganz so stark wie ein Kamehameha ist es nicht, aber es ist auch sein Assist und ich glaube damit kann man bestimmt das ein oder andere kombomäßig noch machen. Mit Kreis gibt es Rokio Hyogetsu Jin, einen Ring aus Eis am Gegner, der ihn einfriert. Erinnert ein bisschen an den zweiten Tanz, meine ich, ist das von Rukia, wo sie durch den Gegner sprintet und hinter sich eine Eisbarriere lässt, die dann nach oben kommt oder so eine Eissäule. Bei Toshiro ist es so, dass es um den Gegner auftaucht und dann verschießt und den Gegner einfriert. Das war eine ziemlich coole Sache, weil ich glaube, damit kann man Kombos beenden und zum Beispiel in seine ultimative Attacke gehen, denn die nennt sich Shikai Hyoketsu. Es ist ein Angriff aus dem Stand mit wenig Reichweite. Bedeutet, er wird nicht auf den Gegner zusprinten, ihr solltet relativ in seiner Nähe sein, hat aber ein bisschen mehr Reichweite wie seine normalen Attacken. Dabei wird Toshiro sich aber direkt in seine Erwachsenenform aus dem Manga verwandeln, aber es ändert sich nichts. Also er macht natürlich Schaden, das Ganze wird eingefroren, sieht systematisch aus und er bleibt in dieser Form für den Rest des Kampfes. Ich konnte aber überhaupt keinen Unterschied feststellen vom Schaden her, von der Reichweite her oder auch, dass irgendwelche Attacken von ihm sich verändert hatten. Es bleibt alles beim Gleichen, er sieht nur anders aus und ich persönlich finde es richtig cool, dass sie das wirklich reingebracht haben, weil das haben sich viele Fans auch wirklich gewünscht. Insgesamt finde ich beide Charaktere interessant. Ich finde, sie sind cool dargestellt und die haben mich schon ein bisschen mehr abgeholt als die letzten. So All Might, Bakugo, Majin Buu, die habe ich kurz angezockt, aber es war nichts, wo ich gesagt habe, ja, ich habe jetzt richtig Bock, Jump Force zu spielen. Bei Toshiro gerade, ja, Bleach-Fanboy-Herz ist einfach so, da habe ich natürlich wieder Lust, ein paar Bleach-Teams zusammenzustellen und zu gucken, wie er dort reinpasst. Aber im Großen und Ganzen ist es, wie ich gesagt habe, die Jump Force-Charaktere spielen sich meiner Meinung nach alle relativ gleich. Und das ist ein bisschen schade, denn ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, ihr müsst diese Charaktere kaufen. Wenn ihr sie haben wollt und ihr sagt, ihr wollt vielleicht 3, 4 aus dem Season Pass sogar haben, dann holt euch den Season Pass, das ist ein bisschen sinnvoller als die einzelnen zu kaufen, weil ich glaube, einzelnen sind die relativ teuer. Ich weiß den Preis gerade gar nicht aus dem Kopf. Aber nur für Fans wäre es wahrscheinlich etwas, wo ich sagen würde, ja, spielt diesen Charakter, weil ihr den vielleicht in anderen Games nicht habt. Madara habt ihr in vielen Naruto-Teilen wirklich gut umgesetzt. Ob es jetzt ein Jump Force Madara sein muss, müsst ihr für euch selbst entscheiden. Ich persönlich glaube, es ist okay, aber vielleicht nicht wirklich Geld wert. Im Großen und Ganzen glaube ich auch nicht, dass es irgendwie eine Art zweite Season bei Jump Force geben wird. Die haben das Spiel relativ schnell beiseite gelegt. Also es gab vieles, was gemacht werden sollte. Viele der Events sind gar nicht stattgefunden oder wurden nicht wirklich beworben. Es ist einfach so, dass die Charaktere eigentlich nicht in den Rhythmus rausgekommen sind, wie es eigentlich angekündigt wurde. Und wir warten noch auf 2 Charaktere der ersten Season, beziehungsweise des Season Passes. Und die müssen die machen, weil diese Season Passes sehr verkauft wurden. Und wir wissen ja, dass Spike Chunsoft, die hinterm Spiel stecken, auch schon bereits an One Punch Man und andere Games arbeiten. Weswegen ich nicht glaube, dass da noch großartig was passieren wird. Denn wir haben, was war das, fast 7 Monate auf eine Rematch-Funktion gewartet. Die ist mittlerweile da, aber das rettet das Spiel dann am Ende doch nicht. Das soll jetzt nicht Jump Force Bashen sein. Wenn ihr das Spiel irgendwo so für ein Zwanni seht, würde ich sagen, kauft es. Es ist spaßig, die Story ist nicht gut, aber das Gameplay macht schon zum gewissen Grad Spaß. Online ist es aber total broken, es ist kein kompetitives Spiel, es ist einfach ein Spiel, wo man ein bisschen Spaß haben soll. Ein bisschen, ich sag mal, die eigene Manga-Anime-Leidenschaft mit Teams und mit Kämpfen einfach ausleben soll. Dafür ist es gerade mal gut, aber es gibt so viel mehr, was man daraus hätte machen können. Und ich glaube, darüber werden wir bestimmt irgendwann in den kommenden Wochen mal in einem dedizierten Video sprechen.
Das soll es jetzt aber gewesen sein. Und meine Frage an euch ist, habt ihr Madara und Toshiro schon gespielt? Und falls ja, wie haben sie euch gefallen und wie findet ihr Jump Force aktuell? Kommt ihr immer mal wieder rein, sagt ihr, nein, das habe ich schon lange abgelegt und spiele es nicht mehr? Denn eine Sache muss ich gestehen, wenn ich mich bei Jump Force einlogge, auch um diese Trainings-Footage aufzunehmen, es sind immer Leute online. Und das finde ich relativ cool, auch wenn das Spiel jetzt vielleicht nicht das Beste ist und nicht den Preis wert war, den, ich sag mal, ich oder viele von euch zum Release dafür bezahlt haben, so scheint es sich doch mit einer bestimmten Spielerschaft halten zu können. Und das würde mich freuen natürlich, wenn Leute damit noch Spaß haben und deswegen die neuen DLC-Charaktere vielleicht dann doch noch Anklang finden. In diesem Sinne könnt ihr euch selbstverständlich gerne mein letztes hochgeladenes Video oder auch die Jump Force Playlist anschauen und mich auch abonnieren, falls ihr auf Anime, Anime Games und Fighting Games steht.